Wenn du dir dieses Video anschaust, dann darf ich dich wieder begrüßen zu einem weiteren Teil unseres kleinen Trading-Anfängerkurses. Das ist ja der Kurs, den wir ins Leben gerufen haben, einfach Leuten, die jetzt gerade am Anfang stehen mit dem Trading, ja ein bisschen den Weg zu ebnen, ein bisschen zu zeigen, worauf kommt es am Anfang vor allem an, wie kann man am besten in das Thema einsteigen. Also bleib dran, wir machen heute wieder ein spannendes Thema. Heute auf dem Plan steht, dass wir uns einfach nochmal damit beschäftigen, was sind Kurse überhaupt, wie kommen die zustande, was muss ich wissen, um an Gewinnen oder an Kursgewinnen oder Kursverlusten zu partizipieren und Gewinne für mein eigenes Portfolio mitzunehmen. Und außerdem wollen wir uns nochmal anschauen, was hat es mit dem Ask und dem Bid-Kurs auf sich. Das sind ja Begriffe, die man immer hört. Man weiß auch irgendwo, dass sie unterschiedlich sind und unterschiedlich weit auseinander liegen. Aber was das wirklich ist, da gehen wir nochmal drauf ein. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch nochmal an, was sind überhaupt diese Candlesticks, die wir die ganze Zeit sehen, wie setzen sie sich zustande und was sagt uns das über zukünftige Kursbewegungen und was sagt es uns auch nicht über diese Kursbewegung. Also starten wir direkt frontal los hier. Ich hab mal den DAX einmal ein bisschen vergrößert, weil der DAX als Finanzmarkt natürlich auch Kursbewegungen aufweist. Und da wollen wir uns jetzt einfach nochmal anschauen, warum steigt der Markt und warum fällt der Markt. Also generell ist es so, wenn wir vom DAX zum Beispiel sprechen, ist das einfach auch nur ein Finanzmarkt, wie ein ganz normaler physischer Markt, zum Beispiel der Wochenmarkt, wo wir am Wochenende hingehen können und uns unseren Fisch kaufen können. Genauso ist der Finanzmarkt DAX auch einfach ein Markt, wo wir hingehen können und wo wir in diese Aktien beispielsweise investieren können. Und wenn wir jetzt auf dem Wochenmarkt nochmal sind und da beispielsweise an dem Fischmarkt sind und da ist ein Verkäufer, der hat 5 Fische und jetzt kommen aber 6 Käufer und dann würden jetzt, ja, diese Käufer logischerweise, die sind alle heiß auf den Fisch und wenn jetzt die Käufer sich ein bisschen überbieten gegenseitig, sodass sie auf jeden Fall ihren Fisch kriegen, dann würde ja im Endeffekt der Preis für diese Fische schon ansteigen, indem die Leute einfach mehr Nachfrage haben, als Angebot da ist. Also Preis steigt, dann zahlen die Leute beispielsweise 10 Euro für einen Fisch im Endeffekt oder der teuerste Fisch geht für 11 über den Tisch und der am wenigsten geboten hat von diesen 6 Interessenten, der kriegt auch nichts. Also das ist schon mal ganz wichtig, um zu verstehen, wir haben immer ein Angebot, Fisch in dem Fall und eine Nachfrage, hungrige Leute. Und wenn es mehr Angebot gibt als Nachfrage, würden die Preise eventuell gedrückt werden. Wenn es wie in diesem Fall mehr Nachfrage als Angebot gibt, sorgt das für steigende Kurse. Und gar nicht anders ist es auch an den Finanzmärkten. Auch hier ist es so, dass wir, wenn wir uns jetzt beispielsweise mal den DAX anschauen, da der DAX steigt oder fällt ja, wenn sich die einzelnen Aktien, das heißt, der DAX sind ja die 30 größten Aktien Deutschlands, zusammengefasst in einem Korb. Wenn diese einzelnen Aktien sich jetzt im Kurs, also wenn die einzelnen Aktien im Kurs steigen oder fallen, dann ändert sich auch der Wert des DAX. Wir nehmen mal als Beispiel die VW-Aktie, die den meisten ein Begriff ist. Und die VW-Aktie ist natürlich irgendwo ein begrenztes Gut. Auch wenn jetzt die wenigsten Leute die kompletten VW-Aktien kaufen könnten, ist es natürlich so, dass es von dieser Aktie nur einen bestimmten Gegenwert erhältlich gibt am Finanzmarkt. Und deswegen ist es auch so, dass manche Leute immer bereit sind, ihre Aktien zu verkaufen, manche Leute gerne Aktien kaufen möchten. Und jetzt ist es so ähnlich wie mit dem Fisch, deswegen habe ich das erzählt. Wenn jetzt 5 Leute beispielsweise bereit sind, die Aktie zum Preis von 100 zu verkaufen und 5 Leute bereit sind, zu diesem Preis zu kaufen, dann würde ein Handel stattfinden. Wenn jetzt aber 6 Leute gerne kaufen möchten, dann würden sich die 5 Verkäufer natürlich clevererweise irgendwo im oberen Preissegment ansiedeln und dann auch noch einen besseren Kurs für ihre Aktien rausschlagen, weil sie ja natürlich auch das beste Geschäft machen möchten. Und wenn einfach die Nachfrage höher ist, kann man bessere Preise erzielen. Also, im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Nachfrage hoch ist, steigen die Preise. Und auch dementsprechend, die Kursbewegung wird sich dann nach oben entwickeln. Und wenn wir jetzt hier mal das Beispiel DAX haben, gehen wir hier an diesem Punkt, 9 Uhr morgens, 1.3. Da ist jetzt ein relativ starker Kursanstieg gewesen.
Es liegt einfach daran, dass hier an diesem besagten Morgen einfach viele Leute, und das können jetzt Investoren sämtlicher Herkunft sein, also zum Beispiel private Investoren wie du und ich, oder auch Fonds, Banken, Versicherungen, also jeder, der wirklich ein Interesse hat, Aktien zu kaufen, kann hier investiert haben. Und es ist einfach so, dass hier an diesem Morgen mehr Leute gerne ihr Aktienportfolio aufstocken wollten, als Leute bereit waren, ihre Aktien zu einem Preis hier unten, sag ich mal, zu verkaufen. Und aus dem Grund ist dann einfach das Preisniveau angestiegen, weil irgendwann waren halt Leute bereit, hier noch zu verkaufen bei 11.910. Irgendwann gab es da aber keine Verkäufer mehr, dann ist der Preis gestiegen, dann waren wir irgendwo hier 11.970. So hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und die letzten Leute, die dann irgendwo verkauft haben, noch zu einem relativ hohen Preis, die waren dann hier bei 12.100 fast, haben da ihre Aktien noch weggegeben und haben damit an dem Tag hier, oder es war schon der nächste Tag, sehe ich hier gerade, haben da ihre Aktien noch zu einem recht hohen Preis verkauft. Danach ist die Nachfrage dann wieder geringer geworden und somit ist auch der Preis gefallen. Also das ist alles, was man wissen muss. Immer wenn die Nachfrage hoch ist, steigt der Preis. Wenn die Nachfrage gering ist, fällt der Preis in der Regel. Daneben gibt es dann noch solche Phasen wie die hier zum Beispiel, wo einfach mal über eine längere Zeit der Preis sich ungefähr auf einem Niveau eingependelt hat. Das heißt auch nichts anderes, als dass da die Nachfrage in etwa so groß war wie das Angebot. Das heißt, die Leute, die gekauft haben, waren bereit, hier ungefähr bei diesem Preis von 11.970 zu kaufen, und die Leute, die verkaufen wollten, waren auch bereit, ja, für diesen Preis zu verkaufen. Dann kann es auch gut mal sein, dass der Markt sich eine längere Zeit in so einer Seitwärtsspanne bewegt und keine wirklich großen Moves hier rausgeholt werden. Und dann, wenn man jetzt nochmal hergehen möchte und überlegt, also einen Schritt weiter überlegt, wann wirklich immer der Fall ist, dass die Nachfrage oder das Angebot sich verändern, dann können das zum Beispiel solche Events sein wie News, wo einfach neue Informationen auf den Markt geschmissen werden. Und wenn es jetzt beispielsweise heißt, die Zinsen, der Leitzins wird gesenkt, dann ist das erstmal gut für die Aktienunternehmen, weil die sich dann günstiger refinanzieren können und günstiger ihre Geschäftstätigkeit, sag ich mal, aufrechterhalten können. Und dann würde das in der Regel für steigende Kurse sorgen. Also solche News-Events sind immer sehr, sehr wichtig, um auch für Kursbewegungen zu sorgen. Ansonsten gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Kursbewegungen vorherzusagen. Kurse sind jetzt nicht immer nur geprägt von News oder ähnlichen fundamentalen Beweggründen, sondern da spielen auch Dinge rein wie Angst oder Hoffnung der Marktteilnehmer. Es ist ja nicht so, dass die Kurse sich immer völlig rational bewegen. Von daher sind das auch noch wichtige Faktoren, und solche Faktoren wie Gier oder Angst, die können sich zum Beispiel auch in Trendbewegungen verstärken, oder die können an Widerstandslevel nochmal ganz besondere Kursbewegungen hervorrufen. Das sind zum Beispiel auch Themen, die wir jetzt in den nächsten Folgen von diesem Kurs hier nochmal ganz genau besprechen wollen. Es ist jetzt zu viel, um das noch in diese eine Folge hier mit reinzupacken. Von daher, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt bleiben. Da kommt noch einiges Wichtiges auf euch zu. So, dann habe ich mir hier auf den Zettel ja noch geschrieben, wir wollen auf den Ask und den Bit-Kurs eingehen heute. Das sind Sachen, die ja die meisten schon mal gehört haben. Das spielt auch viel dieses Kaufen und Verkaufen, wo ich jetzt die ganze Zeit von gesprochen habe, mit rein. Und außerdem werden auch sehr, sehr viele schon den Namen oder den Begriff Spread gehört haben. Der Spread hat auch sehr viel mit diesem Ask und Bit zu tun. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal her und holen uns erstmal die Ask-Linie rein. Wir arbeiten ja hier mit dem MetaTrader 4, und beim MetaTrader 4 ist es so, dass dieser Chartverlauf, den wir hier sehen, erstmal immer nur den Bitkurs darstellt. Also das ist alles der Bitkurs hier, was wir hier sehen. Und wenn ich jetzt hergehe und hier unter Eigenschaften kann man Ask-Linie anzeigen klicken, dann würde uns hier die Ask-Linie angezeigt werden. Sehen wir jetzt hier nicht. Da müssen wir schon mal auf eine kleinere Zeitebene schalten.
weil nämlich die Ask-Linie hier in diesem Markt, DAX 30, das ist jetzt hier ein DAX-CFD, genau einen Punkt über der Bid-Linie liegt. Also ich hatte jetzt gerade schon gesagt, hier wo der Kurs sich gerade befindet, das ist immer die Bid-Linie und darüber ist die Ask-Linie. Jetzt sehen wir auch schon als allererstes ganz wichtig, Ask-Linie ist immer über der Bid-Linie und Bid-Linie logischerweise unter der Ask-Linie. Es liegt einfach daran, dass man jetzt zu dem Ask-Kurs immer kaufen kann und zu dem Bid-Kurs immer verkaufen kann. Und warum kann es also nicht sein, dass der Bid-Kurs über dem Ask-Kurs liegt? Das macht allein deswegen keinen Sinn, weil wir ja zum Bid-Kurs immer verkaufen. Und wenn wir teurer verkaufen können, als wir kaufen können, dann würden clevere Leute einfach hergehen und die ganze Zeit verkaufen und günstiger wieder nachkaufen, beziehungsweise günstig kaufen, teurer verkaufen und ja, so unglaublich viel Geld scheffeln. Macht also wenig Sinn. Deswegen macht nur diese Konstellation Sinn, dass man teurer kaufen kann und günstiger verkaufen kann. Sonst könnte man hier halt die ganze Zeit Geld verdienen. Also, Bid-Linie immer tiefer, Ask-Linie höher. Und warum ist das so? Also warum ist dieser Abstand überhaupt da? Und generell ist es so, dass wir hier beim DAX CFD ein Produkt haben, was nicht über die Börse gehandelt wird. Das heißt, beim CFD-Handel handelt man immer gegen den Broker. Wir haben dazu schon ein Video auf dem Kanal gemacht, wo wir einfach CFDs nochmal erklären. Das kannst du dir anschauen, wenn du da nochmal ein bisschen mehr über die Produkte lernen möchtest. Aber es ist so, der Broker stellt einfach immer diese beiden Kurse hier in dem Fall. Und wenn du jetzt hergehst und einfach zum aktuellen Kurs kaufen würdest, würdest du hier oben die Ausführungen zum Ask-Kurs bekommen. Wenn du dann direkt zum aktuellen Kurs wieder verkaufen würdest, würdest du zum Bid-Kurs verkaufen. Das heißt, du hättest diesen einen Punkt Verlust in dem Geschäft gemacht. Das wäre dann auf der anderen Seite auch direkt der Gewinn für den Broker. Das ist zum Beispiel eine Stellschraube, wo der Broker sein Geld mitverdienen kann. Der muss ja auch von irgendwas leben, dafür, dass er diese Handelsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Wenn wir jetzt einen anderen Markt haben, der zum Beispiel ein börsengehandelter Markt ist, dann nehmen wir uns einfach mal die VW-Aktie jetzt wieder als Beispiel und stellen uns vor, die steht gerade bei 100. Dann ist 100 hier der zuletzt gehandelte Kurs. Das bedeutet, hier hat jemand zu 100 gekauft und ein anderer hat zu 100 verkauft. Und der aktuelle Kurs von 100 ist also immer der zuletzt gehandelte Kurs. Und auch da bei dieser Aktie wird es einen Ask- und einen Bid-Kurs geben, weil immer irgendwelche Leute zu einem etwas höheren Kurs, sage ich mal, verkaufen möchten, als jetzt gerade der Kurs ist. Und wenn du jetzt hergehen würdest und diese Aktie kaufen möchtest, dann müsstest du ja von irgendjemandem, der verkauft, die Aktie erwerben. Das heißt, du müsstest wieder diesen etwas höheren Preis zahlen, den der Verkäufer fordert. Auf der anderen Seite, wenn du verkaufen möchtest, dann ist es hier so, dass jemand anderes natürlich kaufen muss, an den du die Aktie dann verkaufen kannst. Deshalb würde da auch der Bid-Kurs dann zur Rate gezogen werden, weil dieser Käufer in dem Fall sein Angebot natürlich etwas niedriger positionieren würde und du dann dementsprechend ja vom Preis her ein bisschen runtergehen müsstest, wenn du sofort verkaufen möchtest. Und beim Aktienhandel ist es so, E-Mail klicke ich kurz weg. Beim Aktienhandel ist es so, beziehungsweise bei Geschäften, die jetzt nicht außerbörslich sind, wie zum Beispiel der CFD-Handel, da ist es durchaus so, dass Bid- und Ask-Kurs auf dem gleichen Niveau sein können. Allerdings natürlich nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, weil immer dann, wenn Ask- und Bid-Kurs auf dem gleichen Niveau sind, dann bedeutet das, dass jemand bereit ist, zum Beispiel zu 100 Euro zu kaufen, während ein anderer bereit ist, zu 100 Euro zu verkaufen. Und für alle, die jetzt aufgepasst haben, man sieht dann, da würde bei 100 ja einfach ein Geschäft zustande kommen. Das heißt, jemand wird seine Aktie los und ein anderer bekommt die Aktie. Und dann wäre das Geschäft durch. Der Kurs würde bei 100 stehen, weil das der zuletzt gehandelte Kurs ist. Und dann würde jetzt einfach an der Börse zum Beispiel geschaut werden, sind noch mehr Leute bereit, bei 100 zu kaufen und zu verkaufen? Wenn ja, dann würden da wieder Geschäfte zustande kommen. Wenn nein, dann würde geschaut werden, wo ist der nächste bereit zu kaufen? Das wäre dann dementsprechend der Bid-Kurs. Wo ist der nächste bereit zu verkaufen? Das wäre der Ask-Kurs.
Dann haben wir wieder Bid und Ask, die voneinander getrennt sind quasi. Dazwischen lief wieder der Spread. Also, so ist die ganze Systematik hinter der Geschichte. Also auch alles gar nicht so kompliziert, hängt einfach immer nur von Angebot und Nachfrage ab. Und ja, je nachdem, wer jetzt bereit ist zu kaufen und zu verkaufen, dadurch definiert sich übrigens auch, wie groß der Spread ist. Wenn jetzt VW beispielsweise nochmal zuletzt gehandelt wurde bei 100, der nächste jetzt aber erst bereit ist bei 105, das Ding zu verkaufen und ein anderer, sag ich mal, bei 95 aber zum Beispiel kaufen möchte, hätte man hier auch einen Spread von 10. Ist jetzt ungewöhnlich hoch, aber einfach nur, um die Systematik mal zu erklären. Beim DAX bzw. beim CFD-Handel ist es in der Regel so, dass der Spread sich da nicht groß verändert, weil der einfach vom Broker gestellt wird und der Broker sowieso Angebot und Nachfrage macht. Wie gesagt, mehr dazu im CFD-Video. Okay, jetzt haben wir auch Ask und Bid soweit durch. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Dann wollen wir uns jetzt nochmal diese kleinen Candles hier anschauen, die wir überall im Chart sehen. Es ist ja so, es gibt verschiedene Chart-Einstellungen, die man wählen kann. Hier zum Beispiel einen Linienchart, wo einfach die Schlusskurse der einzelnen Perioden aneinandergereiht werden. Ein Balkenchart, der so ähnlich ist wie der Candlechart und den Candlechart. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, bei dem Linienchart die Schlusskurse der letzten Perioden werden einfach genommen und verbunden. Wenn wir von Perioden sprechen, dann meine ich hier oben einfach nur diese Chart-Einstellung. Hier gibt es zum Beispiel M1, M5, M15, M30, H1 und so weiter. M steht dabei immer für Minuten, H für Stunden, D für Tage, wie Daily, W für Wochen und MN für Monate. Das sind zumindest die Intervalle, die es hier beim MetaTrader 4 gibt. Bei anderen Plattformen kann es sogar sein, dass da auch andere Intervalle ja zur Verfügung stehen oder man das selber definieren kann. Das ist ganz, ganz unterschiedlich von der Plattform, von Plattform zu Plattform. Ist aber auch völlig egal, wie diese Intervalle sind, weil was sagen die Intervalle aus? Die Intervalle sagen nichts anderes aus, als dass, wenn wir zum Beispiel bei M5 sind, einfach nur die Kursbewegung der letzten oder der 5 Minuten quasi, die diese Periode umfasst, da einfach genommen werden. Und dann nehmen wir jetzt mal ein Beispiel hier, zum Beispiel, das ist der 7.3., heute um 17.20 Uhr war das, beziehungsweise für alle, die sich jetzt wundern, weil meine Rechnerzeit hier auf 16.40 Uhr Grad ungefähr erst steht, das ist die Zeit in der Plattform, hier ist die Serverzeit, das heißt der Broker, der jetzt hier gerade genutzt wird zur Demonstration, der ist einfach schon eine Stunde weiter, weil er in irgendeinem anderen Land steht. Ist aber auch nicht schlimm. Also wir nehmen jetzt einfach mal die Serverzeit, wenn ich von 17.20 Uhr spreche. Und das bedeutet jetzt hier in dem Fall, dass wir 5 Minuten anhaben von 17.20 Uhr. Also die Zeit von 17.20 Uhr bis 17.25 Uhr. Und jetzt wird für diese eine Kerze hier ganz genau geschaut, was ist in dieser Zeit passiert. Und da erkläre ich auch direkt schon mal, wie diese Form der Kerze zustande kommt. Wir sehen bei einer Kerze immer einen Kerzenkörper und einen Docht oben und einen Docht unten. Und der Docht ist immer dieses dünne hier und der Körper das dicke. Und es ist so, wir haben rote Kerzen und grüne Kerzen. Bei den roten Kerzen ist der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs, bei den grünen Kerzen genau andersrum, da ist der Eröffnungskurs unter dem Schlusskurs. Und hier bei 17.20 Uhr haben wir jetzt eine grüne Kerze. Und der Eröffnungskurs ist dann immer das untere Ende, ganz genau das untere Ende hier von dem Kerzenkörper. Der Schlusskurs wäre ganz genau am oberen Ende von dem Kerzenkörper. Und dazwischen wird die Kerze einfach immer grün angemalt, wenn es, ja wie gesagt, wenn der Schlusskurs über der Eröffnung liegt. Und ein anderer Fall wäre jetzt beispielsweise, nehmen wir uns mal diese Kerze hier, wenn hier oben die Eröffnung wäre und hier unten der Schlusskurs, würde die Kerze rot angemalt werden. Jo, dann haben wir noch den Kerzendocht. Auf der oberen Seite würde der Docht bis zu dem höchsten, Kurs in diesen 5 Minuten gehen und unten bis zu dem tiefsten Kurs in diesen 5 Minuten. Das war es auch eigentlich schon zu Candles. Es ist also auch wirklich relativ simpel.
Man hat einfach in einer Candle oder Kerze innerhalb von einem Zeitintervall, hier 5 Minuten, alle Kurse erfasst. Und zwar in der Form, dass man einen Eröffnungskurs hat, einen Schlusskurs, dann einen Docht oben bis zum höchsten Hoch und einen Docht unten bis zum tiefsten Tief in diesem Zeitintervall. Und deswegen ist es auch relativ Wurst, wie das Zeitintervall jetzt aussieht, ob das M1, M5, M17 zum Beispiel ist. Das ist einfach immer nur eine zeitliche Eingrenzung für diese Kerzen. Und es ist sogar teilweise so, dass die Broker sich, die können sich nach der Serverzeit richten. Ich habe auch schon eine Plattform gesehen, wo die sich aber nach der Uhrzeit von dem Rechner richtet, was eher nochmal weniger Sinn macht. Aber es gibt es auch, da sieht man jetzt schon, dass diese Candles zum Beispiel auch einfach, dass die einfach nur eine zeitliche Abfolge sind. Und deswegen muss man da immer aufpassen, dass man denen nicht zu viel Bedeutung beimisst. Da möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen auf so ein paar Candle-Formationen eingehen. Vorher aber noch mal ganz kurz, Linienchart ist halt anders als der Kerzenchart zum Beispiel, sieht man relativ fix, weil man da halt nur die Schlusskurse verbunden hat. Zum Trading, zum technischen Trading eher nicht so gut geeignet, meiner Meinung nach. Deswegen beschäftigen wir uns mit den Candlesticks eher. Man könnte jetzt auch die Balkencharts hier nehmen. Da ist es auch so, dass man grüne und rote Kerzen hier zum Beispiel hat. Man hat auch, ganz genau wie beim Candle-Chart immer, da seht ihr diese kleinen Striche hier, eine Eröffnung, einen Schlusskurs, dann das höchste Hoch von der Periode und das tiefste Tief. Und dann wird es halt dementsprechend grün oder rot angemalt, je nachdem, was jetzt oben und unten ist, der Schlusskurs oder der Eröffnungskurs. Ist also im Prinzip genau das gleiche wie die Candles, nur dass die Candles einfach diesen etwas dickeren Kerzenkörper haben, deswegen einfach für mich visuell ein bisschen leichter zu erfassen sind. Genau, dann letzter Punkt eigentlich, den ich mir jetzt hier auf dem Zettel geschrieben habe. Wir schauen uns jetzt Kerzenformationen an. Die hat sicherlich jeder schon mal gehört, der sich ein bisschen mit der ganzen Geschichte schon mal beschäftigt hat. Also es gibt da verschiedene Formationen und ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Shooting Star, Hammer, Doji, Morning Star, Evening Star, Bullish und Bearish Engulfing und Hanging Man und es gibt zig verschiedene andere noch. Das ist ganz verrückt, was man sich da alles schon ausgedacht hat. Und ich habe auch tatsächlich mich natürlich gut vorbereitet auf das Video und habe euch hier mal einen Hammer mitgebracht. Also das wäre jetzt ein Beispiel für einen Hammer. War natürlich ein Joke. Also hier um jetzt nochmal einen Chart von einem Hammer beziehungsweise eine Ansicht im Chart von einem Hammer zu zeigen, nehmen wir uns jetzt zum Beispiel einfach mal diese Kerze hier. Ich kenne mich mit diesen Sachen nicht ganz so gut aus. Könnte sogar sein, dass hier oben dieser Kerzenkörper schon zu groß ist. Aber ein Hammer oder eine Hammerkerze wäre beispielsweise dann, würde dann vorliegen, wenn man hier zum Beispiel diesen Kerzenkörper hat, der einfach auf so einem längeren Docht steht. Und das heißt, der Kurs hat irgendwo eröffnet, dann ist er mal ein ganzes Stück runtergegangen, ist dann wieder hochgelaufen, hat wieder irgendwo im oberen Bereich von der Kerze geschlossen. Und ich möchte jetzt nochmal ein schönes Beispiel suchen. Hier unten zum Beispiel nehmen wir das jetzt mal. Hier ist auch wieder so ein Hammer. Und es gibt jetzt viele Leute, die hergehen und zum Beispiel sagen, jo, der Markt ist jetzt hier runtergekommen, jetzt haben wir hier unten zum Beispiel diesen Hammer und wenn der jetzt nicht alle Kriterien an einen Hammer erfüllt, dann verurteilt mich bitte nicht. Wie gesagt, ich habe mich da nicht so super intensiv mit diesen Formationen beschäftigt, werde ich auch gleich noch sagen, warum. Dann haben wir hier unten jetzt, diese Hammerkerze, dann gehen die Leute her, sagen, der Markt ist runtergekommen, hat einen Hammer gemacht, das heißt, der Markt geht jetzt wieder hoch. Also man nimmt dann diese Kerzenformationen und misst denen eine bestimmte Bedeutung bei. Ist jetzt ja auch passiert, das heißt, alle Verfechter von dieser Vorgehensweise würden das jetzt feiern und hätten jetzt gesagt, jo, ich habe ja recht gehabt, Hammer hat sich wieder durchgesetzt. Wir gehen jetzt allerdings her und messen diesen Kerzenformationen nicht allzu viel Bedeutung bei. Einfach aus dem Grund, ich hatte jetzt gerade schon erklärt, wie diese Kerzen zustande kommen. Es ist halt einfach nur ein zeitlicher Abschnitt von dem Kurs, der hier in einer Kerze zusammengefasst wird.
Und was bedeutet der Hammer jetzt? Der Hammer bedeutet ja nichts anderes, als dass wir hier die Kerze eröffnet haben. Dann ist der Markt runtergegangen, dann ist er wieder hochgegangen und hat im oberen Bereich von dieser Kerze wieder geschlossen. Das heißt, wir sind sowieso schon hier oben und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt weiter steigt, ist jetzt gar nicht mal so klein. Und aus dem Grund sieht man natürlich ganz, ganz oft diese Sachen, dass man irgendwo an einem Extrem einen Hammer hat, weil diesen umgedrehten Hammer, glaubt er heißt auch Hammer, und dann geht der Markt tatsächlich in die andere Richtung, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, weil ich hatte ja gerade gesagt, der Markt geht halt runter, geht wieder hoch, schon innerhalb von dieser Zeitperiode, dann ist es jetzt wirklich nicht unwahrscheinlich, dass er weiter hochgeht. Aber genauso gut kann es auch sein, dass man jetzt hier zum Beispiel, das, würde ich jetzt sagen, ist wieder ein Hammer hier, ein Hammer hat, der jetzt ja, einfach da ist und der Markt ist jetzt danach nicht wirklich runtergegangen. Der ist dann erst nochmal ein Stück hoch und dann ist er runtergegangen. Also das ist alles so ein bisschen auch schwierig dann einzuordnen. Also man sieht es halt schon oft an Extrempunkten, hier zum Beispiel auch. Man sieht es aber auch immer mal wieder irgendwo zwischendrin. Und das liegt einfach daran, dass wir bei diesen Kerzen einfach immer einen zeitlichen Abschnitt der Kursbewegung zusammengefasst haben. Und dementsprechend entstehen dann diese Kerzenformationen einfach. Das heißt jetzt aber nicht direkt, dass diese einzelne Kerze eine unglaubliche Aussagekraft hat. Was viel, viel wichtiger unserer Meinung nach ist, ist, dass man sich anschaut, wo sind diese Kerzen passiert, beziehungsweise generell einfach schaut, wo sind wichtige Unterstützungen und Widerstandslevel oder was gibt es sonst an Informationen, wie beispielsweise News oder ähnliches. Das alles sind ganz, ganz wichtige Themen, die dann auch für uns sehr relevant sind, um einfach zu schauen, welche Kursbewegung ist jetzt in Zukunft am wahrscheinlichsten. Und deshalb wollen wir diesen Themen auch ein eigenes Kapitel nochmal widmen in dieser Reihe. Und da dürft ihr gespannt sein, die kommen dann jetzt als nächstes. So, ich schaue mal ganz kurz auf meinen Zettel nochmal. War auch schon alles, was ich jetzt hier sagen wollte in dieser Folge. Also, wir wissen jetzt, wie die Preise zustande kommen, warum Preise steigen oder warum Kurse steigen, Kurse fallen. Wir wissen, was es mit dem Ask- und dem Bid-Preis auf sich hat und wie der Spread zustande kommt. Und wir wissen auch, warum wir mit Candlesticks arbeiten, beziehungsweise wie die Candlesticks überhaupt zustande kommen und was wir denen für eine Gewichtung beimessen, wenn da bestimmte Chart-Formationen oder Candlestick-Formationen auftreten. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, erzähl es einfach irgendwelchen Leuten weiter, dass wir eine Reihe machen in der Form. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.